Ist ja auch ein sehr schönes Fahrrad. Wieler ist ein sehr schönes Fahrrad. So, wo ist denn jetzt? Ist das Ding voll? Ja, na wunderbar. Täuschen wir doch einfach die Kameras. Ja, Bruno, ich bin doch keine Bank. Mach mal mit dir. Du gibst mir das nachher doch ja nicht wieder. Von was denn? Du willst mir die anderen Sachen ja auch geben. Nein, ich gebe den Teil wieder. Was für ein Teil? Diese Woche auf jeden Fall ein Teil. Den Zehner nachher. Wieso brauchst du denn den Zehner jetzt unbedingt? Ich muss nur zahlen. Muss. Was musst du damit zahlen? Ich muss einen Tagessatz bezahlen. Was für einen Tagessatz musst du? Ganz vom Knast aus. Habe ich gestern Post gekriegt. Wo warst du denn drin? Aber wieso soll ich da nicht rein? Ich meine, wieso? Das ist was Neues. Ja, ein Tagessatz, was abzahlt, was noch nicht abzahlt. Ja, ist schon klar, ich weiß, was das ist, aber was wird das denn gemacht? Ach, keine Ahnung. Dummheiten. Moin. Moin. Ich suche so eine Salzhalterung für Adina, wo das noch so eine Klemme war damals. So eine Stelle mit Einbuchtung. Stelle mit Einbuchtung. Ja, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Na, mach mal weiter. Für was denn? Für die Bremse, für die Schaltung? Genau, ne, so eine Bordenzughalterung, ne? Die kannst du ja so am Rahmen langlegen. Und dann gab es immer früher so eine Schelle dazu und die hatte so eine extra Einbuchtung, damit sie den Seilzug, also diesen Bordenzug ordentlich nicht einklemmen, sondern einfach nur festhält. Die Hülle festgehalten wird. Genau. Also so eine Rahmenschelle. Ja, zum Beispiel. So was hier. Ja, aber da fehlt mir jetzt die Einbuchtung, ne? Wieso? Also doch, links und rechts, ja. Ah, Treppe. Na, ja, so ungefähr, genau. Ja, ja, das ist es. Zwei Stück würde ich brauchen. Wunderbar. Was kriegst du? 2 Euro. Das ist ein Glück. Warte auch, ansonsten nur noch die Kleinen. Hast du vielleicht noch welche in Silber? Was heißt ein Kleinen? Kleinen würde auch gehen. Weil oben ist der Rahmen, das ist für den Damen. Nee, das ist zu groß sogar. Zu groß? Ja, dann hier, das ist ungefähr die Stärke. Ja? Ach so. Ja, das ist sogar ähnliche Rahmenkonstruktion. Das ist ein Peugeot? Wahrscheinlich bei euch dann. Nee, das sind Toskana. Hat die Lady. Toskana, ich heute Morgen gegessen. War doch lecker. Ja? Brötchen. Na? Ja? Was brauchst du? Ich hab mal wieder einen Platten. Oh, vielleicht lass ich mich doch mal zu so einem Platten. Muss zurückgehen. Vielleicht, wa? Ja. Am frühen Morgen ist das für mich schier unmöglich. Soll ich. Du hebst mir die Teile auf bis heute Abend und dann komme ich auf jeden Fall. Ja, oder du kommst heute Abend und nimmst die Teile halt mit. Komm, hab ich vollstes Vertrauen! Gut! Ja, dann kriegst du 2 Euro und dann ist hier. Als Vertrauensvorschuss, okay, nicht mich so anstrengen. So, wieder mal einen Platten. Also, beziehungsweise so ganz platt ist es nicht, aber. Ach so, aber willst du pumpen? Nee. Du weißt, dass es platt ist. Hast schon die Pumpe. Alles klar, danke dir. Bis nachher. Ich pumpe zuerst noch mal. Stehen die um? Noch steht ja nicht. Warte mal, muss man nicht überlegen. Wo ist sie? Hier! Eigentlich habe ich ja mal einen Pumpschein bei dir gemacht, aber mal gucken, Pumpschein, ob der noch aktuell ist. Der Pumpschein-Erneuerung kostet 20 Euro. Das neu ausgestellt werden, komm ab. Pump ab. Da muss man dann manchmal drehen und dann geht plötzlich die ganze Luft raus. Bei denen nicht, da musst du nur die Kappen oben aufmachen.
ist ja auch vorne wieder ein französisches Ventil, da musst du dann oben Kappe und diesen Schmigri umdrehen. Aber bei dir nicht. Bei dir nicht, ja. Die ist so wie ich dort. Na wunderbar! Problem ist doch, bei dir habe ich doch nicht mehr schon. Warum ist der Delta einfach weg? Der Delta ist doch einfach weg. Nicht so nicht weg, du kriegst doch wieder. Mann, ja, wann denn? Ich krieg ja, doch nicht wieder von dir. Doch. Ich krieg von dir niemals was wieder doch. Irgendwie. Doch, du kriegst du von mir wieder. Nicht so doch. Ich hab gerade aufgemacht, weißt du? Egal, die Tür auf, da stehst du schon hinter mir und willst Geld haben, ey. Du bist schlimmer als meine Frau. Die wartet ja, die gibt mir vorher noch einen Kaffee und irgendwas und leitet das nicht ein oder so, aber du kommst einfach, also 10 Euro. Das ist ja nicht so. Das ist scheiße. Nee, ich weiß. Ist ja aber egal. Nein, nach dem Pfund kann ich gar nicht fahren. Du kannst nachher schranken. Eigentlich regulär müsstest du dich in Grund und Boden schieben. Mach ich ja auch. Na, mach jetzt merkt man. Merkt man. Ich nutze nicht, ne? Okay. Danke. Wieder bei 90, wa? Sind wir wieder bei 90, ja? Und bring mir nicht irgendein Fahrrad oder irgendwas, nein, ja? Nein. Geld. Geld, ja, mach dich endlich gerade. Ja, hättest du oben lassen dürfen. Danke. Die, soll ich oben, soll ich die oben stehen lassen? Pack, kannst du oben nehmen, die Tür. Packen. Bitte, bitte. Dankeschön. Okay, danke. Bis später. Bis später. Okay. Aber heute? Ja. Ja, aber wirklich? Ja. Naja. Okay. Naja. Wieder 90 Euro. Du kriegst bald einen eigenen Zettel, ey. Uno. Plus 10. 93. Scheiße, echt. Also, okay. Hochalig scheiße die Held hier. Okay. Der Tommy muss auch sehen, wo er bleibt. Bruno war der Erste, aber nicht der Letzte heute.
durchgebremst, oder? Irgendwie gar nicht. Nee. Das ist der Zimmer, oder? Das ist der Zimmer, oder? Das ist der Zimmer, oder?